Bitcoin ist die erste und weltweit marktstärkste Kryptowährung auf Grundlage eines dezentral organisierten Buchungssystems. Zahlungen werden kryptografisch legitimiert, digitale Signatur und über ein Rechnernetz gleichberechtigter Computer, Peer-to-Peer, abgewickelt. Anders als im klassischen Bankensystem üblich, entspricht eine Transaktion mit Bitcoin dem Settlement zwischen den Beteiligten. Das Konzept von Bitcoin wurde 2008 in einem White Paper von Satoshi Nakamoto, 16, auf einer Mailingliste über Kryptographie vorgeschlagen. Bisher wurde nicht bekannt, ob es sich bei Satoshi Nakamoto um den Namen einer real existierenden Person, ein Pseudonym oder ein Sammelpseudonym für eine Gruppe von Personen handelt. Bitcoin ist der erste erfolgreiche Versuch, digitales Bargeld zu etablieren. Seit den 90er Jahren wird im Umfeld der Cypherpunk-Bewegung versucht, mithilfe kryptografischer Verfahren ein digitales Äquivalent zu Bargeld zu schaffen. Nachdem verschiedene zentral organisierte Versuche, etwa eCash von David Chaum, gescheitert waren, dachten einige wenige Cypherpunks in den späten 90ern über Methoden nach, um ein digitales Transaktionssystem zu schaffen, das ohne eine zentrale Autorität funktioniert. Hal Finneys Reusable Proof of Work, Wei Dai's B-Money und Nick Szabo's BitGold waren wichtige Vorläufer von Bitcoin, auch wenn sie niemals über den Zustand einer theoretischen Skizze hinauskamen. Mit dem Bitcoin White Paper präsentierte Satoshi die erste vollständig ausformulierte Methode, um ein rein dezentrales Transaktionssystem für ein digitales Bargeld zu erzeugen. In einem Forum schreibt er: Das Kernproblem konventioneller Währungen ist das Ausmaß an Vertrauen, das nötig ist, damit sie funktionieren. Der Zentralbank muss vertraut werden, dass sie die Währung nicht entwertet, doch die Geschichte des Fiat-Geldes ist voll von Verrat an diesem Vertrauen. Banken muss vertraut werden, dass sie unser Geld aufbewahren und es elektronisch transferieren, doch sie verleihen es in Wellen von Kreditblasen mit einem kleinen Bruchteil an Deckung. Wir müssen den Banken unsere Privatsphäre anvertrauen, vertrauen, dass sie Identitätsdieben nicht die Möglichkeit geben, unsere Konten leer zu räumen. Ihre massiven Zusatzkosten machen Micropayments unmöglich. Eine Generation früher. Er hat Nutzer von Timesharing-Computersystemen ein ähnliches Problem. Vor dem Aufkommen von starker Verschlüsselung mussten die User sich auf Passwortschutz für ihre Daten verlassen und dem Systemadministrator vertrauen, dass dieser ihre Informationen vertraulich hielt. Diese Privatsphäre konnte jederzeit aufgehoben werden, wenn der Administrator zu dem Schluss kam, dass sie weniger wog als andere Belange oder auf Anweisung seiner Vorgesetzten. Dann aber wurde starke Verschlüsselung für die Masse der Nutzer verfügbar und Vertrauen war nicht länger nötig. Daten konnten auf eine Weise gesichert werden, die einen Zugriff durch Dritte, egal aus welchem Grund, egal mit wie guten Entschuldigungen, egal was sonst unmöglich machten. Es ist Zeit, dass wir dasselbe mit Geld machen, mit einer elektronischen Währung, die auf einem kryptografischen Beweis beruht und kein Vertrauen in Mittelsmänner benötigt, ist Geld sicher und kann mühelos transferiert werden. Satoshi Nakamoto. Das Bitcoin-Netzwerk entstand am 3. Januar 2009 mit der Schöpfung der ersten 50 Bitcoin und der Generierung von Block 0, dem sogenannten Genesis-Block. In dessen einziger Transaktion, der Coinbase, wurde folgende Nachricht kodiert: The Times 3. Januar 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks. The Times 03. Januar 2009 britischer Finanzminister am Rande eines zweiten Rettungspaketes für Banken. Dies zitiert die Schlagzeile der Titelseite der britischen Tageszeitung The Times vom 3. Januar 2009 und spielt auf die Banken- und Finanzkrise ab 2007 an. 26. Einige Tage später wurde unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto auch die erste Version der Bitcoin-Referenzsoftware Bitcoin Core veröffentlicht. Anfangszeit bis 2011. Der erste Wechselkurs für Bitcoin lag bei 0,07 US-Dollar und wurde von New Liberty Standard auf Basis der Produktionskosten für das Mining kalkuliert. Man hätte nach dieser Kalkulation mit einem Dollar ungefähr 13,10 Bitcoins kaufen können. Bitcoins hatten anfangs keinen in anderen Währungen bezifferbaren Wert. 2010 wurden die ersten Wechselkurse durch Personen in den Bitcoin-Talk-Foren ausgehandelt. Der erste Warenaustausch gegen Bitcoin fand am 22. Mai 2010 statt, SWU. Er den zwei Pilzen gegen 10.000 Bitcoin gehandelt. Der Wechselkurs von US-Dollar nach Bitcoins bewegte sich bis Ende 2011 meistens nur im einstelligen Bereich DH. Man erhielt, abgesehen von einem starken Kursanstieg im Juni 2011 für unter 10 US-Dollar, einen Bitcoin. Der Wechselkurs unterliegt von Anfang an starken Schwankungen.
Von 2012 bis 2017. Im Laufe des Jahres 2012 setzte ein Aufwärtstrend ein, der sich Anfang 2013 zusehends verstärkte. Dies trieb den Kurs Mitte April auf über 200 US-Dollar. Nach zwischenzeitlichen Rückschlägen überschritt der Bitcoin am 30. November 2013 erstmals die erste 000-US-Dollar-Marke, sank aber dann begleitet vom Konkurs der Bitcoin-Handelsplattform MT.gox bis zu Beginn des Jahres 2015 auf unter 250 US-Dollar, bevor er im Oktober 2015 wieder langsam zu steigen begann. Anfang 2016 notierte er bei knapp 450 US-Dollar und stieg weiter, bis er das Jahr bei knapp 1000 US-Dollar abschloss. Im Jahr 2017 verzeichnete der Bitcoin bislang den höchsten Kapitalzufluss. Die rasante Kursentwicklung beschleunigte sich vor dem Start der Bitcoin-Futures Mitte Dezember. Im 17. Dezember wurden fast 20.000 US-Dollar erreicht. Das Jahr 2017 wurde mit einem Stand von ca. 14.000 US-Dollar beendet. 2018, 2019, 2018 ging es unter Schwankungen abwärts. Ende November sank der Kurs auf unter 4.000 US-Dollar. Mitte Dezember 2018 wurde mit ca. 3.200 US-Dollar ein Tief markiert. Anfang April 2019 setzte eine Erholung ein. Die Marke von 5.000 US-Dollar wurde wieder überschritten. Nach Meinung von Experten trug Facebooks Plan einer eigenen Internetwährung dazu, beiden Bitcoin im Juni 2019 wieder über die Marke von 10.000 US-Dollar zu hieven. 36. Nachdem in der Spitze knapp 13.000 US-Dollar erreicht wurden, ging der Kurs erneut zurück. Das Jahr 2019 wurde mit einem Stand von ca. 7.200 Dollar abgeschlossen. 2020 stieg der Kurs zunächst an. Bereits im Februar wurde die 10.000-Dollar-Marke wieder überschritten. Im Absturz der Weltbörsen im März infolge der Corona-Pandemie folgte der Bitcoin bis auf ca. 4.000 Dollar hinab. Ebenso wie die Aktien erholte er sich wieder und stieg, von den üblichen Schwankungen begleitet, es größer als im Juli wieder auf 10.000 US-Dollar an, die nur in einer kurzen Phase Anfang September noch einmal unterschritten wurden. Ab Anfang Oktober ging es steil aufwärts. Ende November wurde das Allzeithoch aus dem Jahr 2017 knapp überschritten und Mitte Dezember stieg der Kurs erstmals über 20.000 US-Dollar. Am 26. Dezember 2020 übertraf der Bitcoin die Marke von 25.000 US-Dollar. 2021, am 2. Januar 2021 übertraf Bitcoin die Marke von 30.000 US-Dollar. Nur wenige Tage später wurden kurz die 40.000 US-Dollar überschritten. Nachdem im Februar 2021 ein Investment von Tesla in über 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin bekannt wurde, schoss der Kurs auf neue Höchststände. Nachdem Mitte April nahezu 65.000 US-Dollar erreicht wurden, verlor der Bitcoin aber wieder etwa die Hälfte seines Wertes und notierte zur Jahresmitte 2021 ungefähr auf dem gleichen Niveau wie zu Jahresbeginn. Anschließend startete eine erneute Rallye, die den Kurs am 20. Oktober 2021 auf ein neues Allzeithoch von 66.909,15 US-Dollar führte. Um bestimmte Verhaltensmuster der Adressen genauer zu analysieren, kann das Konzept der UTXO, siehe Abschnitt Transaktionen, verwendet werden. Der sogenannte UTXO-Age-Distribution-Chart ist ein gestapeltes Flächendiagramm, bei dem alle verfügbaren Bitcoins in farblich unterschiedlichen Altersklassen, Schichten, dargestellt werden und beschreibt dabei deren Veränderung respektive Bewegungsverhalten in Abhängigkeit von der Zeit. Dadurch lässt sich zu jedem Zeitpunkt eindeutig feststellen, wie viele Bitcoins wie lange nicht mehr transferiert wurden. Im Mai 2020 wurden insgesamt 63%, ca. 11.577.261 aller umlaufenden Bitcoins, ca. 18.376.700, seit über einem Jahr nicht mehr bewegt. Dies gibt zwar keine weiteren Rückschlüsse über die tatsächliche Verteilung der Guthaben, zeigt jedoch das ökonomische Verhalten der Investoren. Daraus wird ersichtlich, wie viel Prozent der Bitcoin von den jeweiligen Besitzern gehalten bzw. bewegt werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.